Unzufriedenheit mit einer Situation überwinden. Heute zeige ich euch ein weiteres praktisches Tool im Kampf gegen chronische Depression. Guten Morgen. Nachdem das sehr praktisch gehaltene Video zu den Denkfallen bei euch so gut angekommen ist, werde ich nun ein zweites sehr praxisorientiertes Video machen, wie man seine Depression und auch generell Unzufriedenheiten konkret bekämpfen kann. Solltet ihr auch wieder euren Gefallen finden, dann werde ich für euch eine ganze Videoreihe machen mit konkreten Anleitungen aus der psychologischen Praxis. Die zugrunde liegenden Informationen suche ich euch ausschließlich aus aktueller Studien- und Fachliteratur in Deutschland, bevor ich sie dann selbstständig praktisch relevant und anschaulich aufarbeite. Danke dir noch einmal an den Springer Spektrum Verlag, einen der führenden Verlage, wenn es um akademische Literatur geht, der mir sein komplettes Archiv zur Verfügung stellt, und auch zunehmend an andere wissenschaftliche Verlage, die mittlerweile zunehmend auch mit mir zusammenarbeiten, da insbesondere auch an den Elsevier Verlag. Wissenschaftliche Literatur ist sehr teuer und ich könnte mir diese derzeit nicht leisten und sicher auch einige von euch könnten dies nicht tun, und deswegen danke für das Vertrauen, auch wenn die Verlage natürlich davon profitieren, dass man die Bücher vorstellt, dass ich die Bücher verlinke, aber das finde ich absolut fair. Das wollte ich an der Stelle auch einfach mal sagen. Also, chronische Depression. Dabei gilt das Prinzip Slow and steady wins the race. Eine kontinuierliche Arbeit. Und so der aktuelle wissenschaftliche Konsens ist gerade bei chronischer Depression von besonderer Bedeutung. Denkfallen aufspüren ist unser erstes Werkzeug. Das findet ihr oben in den Infokarten. Heute kommt Werkzeug Nummer 2 zum Einsatz. Die Situationsanalyse. Natürlich gibt es Parallelen zu den Denkfallen, aber das ist gerade für die Bildung von neurologischen Netzen von großem Vorteil. Also fangen wir an. Eine Situation, entweder im persönlichen oder im sächlichen Kontext, entwickelt sich anders, wie man es gerne hätte oder fühlt sich einfach nicht gut an. Und man muss nicht chronisch depressiv sein, um dieses Werkzeug jetzt nutzen zu können. Denn wir alle kennen das Gefühl, dass eine Situation nicht ist, wie wir sie gerne hätten. Es gilt einfach 6 Schritte abzuarbeiten, wenn wir uns mit einer Situation konfrontiert sehen, mit der wir unzufrieden sind, um diese für uns nutzbar zu machen, indem wir uns neu bewusst programmieren und in Zukunft im ersten Schritt bewusster werden und im zweiten Schritt dadurch zufriedener. Der erste Schritt ist, die Situation, mit der wir unzufrieden quasi sind, wertungsfrei zu beschreiben. Wichtig ist dabei zu versuchen, die Situation wirklich so objektiv wie möglich zu beschreiben. Besonderer Fokus liegt dabei, einen Anfangs- und Endpunkt der Situation festzulegen. Also wann beginnt die Situation, mit der wir unzufrieden sind, und wann endet die Situation. Ein Beispiel: Ich bin am Eiswagen angekommen und habe dem Eismann gesagt, eine Vanillekugel bitte, und er hat mich nicht direkt bedient, sondern ist erstmal in den hinteren Teil des Wagens gegangen, um mich dann eine Minute später unfreundlich zu bedienen. Die Situation, als ich an den Wagen gekommen bin und das gesagt habe, begann es, und das Ende war, wo ich quasi vom Eiswagen wieder weggegangen bin. So. Wichtig ist auch wirklich, die Situation von seinem Gefühl zu lösen. Das negative Gefühl, das bleibt auch nach der Situation. Die Situation, warum man unzufrieden ist, endet aber meist immer. Es gibt zwar auch sich wiederholende oder wiederkehrende Situationen, die einem immer wieder ein negatives Gefühl geben, wie bestimmte Personen, Räume oder auch Gedanken, aber diese sind nie permanent. Selbst die wahrgenommene grundlose Unzufriedenheit, wovon die Leute sagen, ja, die ist halt immer da. Das ist eine beginnende und auch eine endende Situation. Man reflektiert ja in einem Moment, dass man grundlos unzufrieden ist und ist damit unzufrieden, bevor man dann zum Beispiel etwas isst und dann daran denkt, was man isst oder warum man isst oder was auch immer. Ne? Und das ist dann wieder eine neue Situation. Also alles sind quasi beginnende und endende Situationen. Ausgehend vom Denken. Und das ist der erste Schritt, diesen Anfangs- und diesen Endpunkt
zu finden, diese Situation. Der zweite Schritt besteht darin, die Situation noch einmal nachzuvollziehen und zu rekapitulieren, was hat man in der Situation gedacht und was hat man in der Situation gefühlt. Also im Nachgang. Auch das ruhig auch mal aufschreiben. Sich wirklich mal die Zeit dafür nehmen. Denkt daran, jeder dieser Schritte ist ein Baustein für ein zufriedeneres Leben. Das waren die ersten beiden. Der dritte Schritt ist das Aufschreiben, wie man sich konkret verhalten hat. Also versuchen das aufzuschreiben, was ein Außenstehender, der die Situation beobachtet hat, berichten würde. Also nochmal zusammenfassend. Erstens, konkret den Anfangs- und den Endpunkt der Situation festlegen. Der zweite Schritt, seine Gefühle und seine Gedanken aufschreiben, die man selber gehabt hat. Der dritte Schritt, sein Verhalten, was beobachtet werden kann, notieren. Der vierte Schritt ist nun konkret, das aufzuschreiben, mit was man unzufrieden ist. Also das Ergebnis der Situation. In dem Beispiel des Eismanns wäre es entweder, dass der Eismann uns nicht sofort bedient hat oder aber auch, dass wir unzufrieden sind, dass wir uns darüber ärgern, dass der Eismann uns nicht sofort bedient hat. Das sind zwei unterschiedliche Situationen und deswegen auch Situationsanalyse, da muss man ganz genau schauen, mit was ist man denn jetzt eigentlich unzufrieden. Ihr solltet euch wirklich auch auf eine Sache festlegen. Bei der anderen Sache könnt ihr dann eine neue Situationsanalyse machen. Also, das war jetzt der vierte Schritt. Der fünfte Schritt ist festzulegen, was das gewünschte Ergebnis gewesen wäre. Also so wie die Situation hätte ausgehen sollen, wenn ihr sie nochmal durchlebt und was ihr euch in euren kühnsten Träumen quasi gewünscht hättet. In dem Fall von mir wäre es, er hätte mir meine Kugel Vanilleeis gegeben. Vegan versteht sich natürlich. Nachdem ihr diese 5 Schritte aufgeschrieben habt, könnt ihr schon sehr stolz auf euch sein in erster Linie, denn viele chronisch Depressive wissen gar nicht, was ein gewünschtes Ergebnis ist und wer das noch formulieren kann, da kann sich sicher sein, dass er sich von einer chronischen Depression auch selbst heilen kann. Nun vergleicht man in einem letzten Schritt, das ist der 6. Schritt, das tatsächliche Ergebnis und das erwünschte Ergebnis und denkt darüber nach, was man hätte anders machen können, um dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das gewünschte Ergebnis das nächste Mal in so einer Situation eher eintritt. Man analysiert sich quasi selber. Man übernimmt Verantwortung. Und man beginnt mit sich selber und seinem Verhalten. Und ja, und fängt dann eben auch an zu experimentieren und sammelt Erfahrungen. Und umso mehr Erfahrungen man mit seiner eigenen Persönlichkeit sammelt, umso realistischer wird das Bild auch. Und man erkennt, dass es durchaus einen Einfluss hat, wenn man sein eigenes Verhalten ändert. Auch wenn keine andere Person anwesend ist. Ne? Zum Beispiel von großer Bedeutung ist auch die eigene Mimik, welche man aufsetzt. Wie gesagt, unabhängig von anderen Menschen. Oder welche Gedanken man in einer bestimmten unzufrieden machenden Situation hegt. Wundert euch nicht, wenn ihr anfangt eine gewisse Faszination für euch und für euer Verhalten zu entwickeln, zu entdecken, wie ihr eure Realität durch kleine Änderungen in Gedanken oder Verhaltensweisen, Mimik quasi komplett selber neu konstruiert. Ihr seid Architekt eurer eigenen Welt. Das ist ein unglaublich komplexer und kreativer Prozess, der schon fast suchtähnliche Tendenzen aufweisen kann. Und irgendwann ist man so im Schaffen und im Analysieren, dass man gar nicht mehr mitbekommt, dass man gar nicht mehr depressiv ist. Und dann kommt der Aha-Effekt. Und man beginnt zu lachen. Laut, herzhaft. Und man ist mitten in seinem neuen Leben. Alles Liebe, Euer Christian.